Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich muss mich mal eben entschuldigen, wenn ihr Moin. die Folge jetzt seht, dann da fehlt ein Tag zwischen, ne? Das ist meine Schuld. Das tut mir leid. entweder war ich schuld oder ich schieb's ja gerne auf die elektronischen Geräte. Ich war bestimmt gar nicht schuld. Ich war bestimmt gar nicht schuld. Ich glaube auch nicht. Nee, Nein. nee, nee. Gut, Ja, also ich bin auf jeden Fall ja. Genau, erzähl mit du Sam mal. zusammen. Ich bin mit Sam zusammen. Der Burner. Ja. Endlich. Ja, es gab auch ein schönes Konzert anscheinend, wo die beiden auch zusammen dann hingegangen sind. Was ihr aber hättet eh nicht sehen können, weil, ja. Deswegen ist die Oh. letzte Folge gar nicht so. Oh, sind da die Bohnen fertig? Ach hier, und hallo, morgen halten wir das Eierfest. Ah, morgen ist das Eierfest, okay. Du solltest zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, wenn du teilnehmen willst. Du willst die jährliche Eiersuche sicher nicht verpassen. Ach ja. Kann man wohl mal hingehen, glaube ich, wa? Ja, würde ich auch sagen, ne? Aber jetzt. Erstmal Bohnen. Oh, ich will gar nicht. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie viel Geld die geben, ne? Ja, ich auch. Ich hoffe auch mal, dass sie ein bisschen was geben. Ja, okay, hier unten der Blumenkohl ist noch nicht fertig. Aber du hattest auch da hinten irgendwas angepflanzt, oder? Noch? Aber das dürfte auch noch nicht fertig sein, glaube ich. Es ist auch noch Blumenkohl. Ja, gut, okay. So, und ha, mit einer Feder kann ich dir leider heute nicht dienen, weil der Günther brauchte noch eine Feder eigentlich, aber die habe ich leider nicht gerade da. Ja, kommt schon wieder, ne? Ja, gehe ich doch mal stark von aus. So. So. Enten sind zufrieden. Ach ja, wo wir übrigens noch drauf hinarbeiten, ist ja auch noch der größere Kuhstall. Mal eigentlich ein bisschen Holz hacken gehen heute nochmal, ne? Oh ja. Sollten wir tun. Ach, ich bin so ein. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Kühe zu melken. So. So. Und einmal so. Und einmal so. Ah, eigentlich müsste ich auch mal wieder zu meiner Frau gehen. Boah, die vernachlässige ich im Moment wirklich ein wenig hier, aber. Ah. Stimmt. Aber vielleicht kann ich ja auch da unten Holz hacken gehen. Wer weiß. Mal gucken. Mal gucken. Ja, da ist auch wieder was. Da war ich Ja, auch ne? Holzer. Also. Okay. Und ach, zum Schmied könnte ich auch gehen. Ich habe ja hier Magma-Geode, zwei Stück. Ja, gut. Gucken wir erstmal, ob die liebe Lea zu Hause ist. Lalalala. So. Ja, siehst du aus. Hi, Onkel Herbert. Oh, hallo Lea. Habe ich nicht irgendwas Schönes, was ich dir schenken kann? Doch, ich habe noch einen Löwenzahn dabei. Hier. Ja, so eine einfache Frau freut sich über einen einfachen Löwenzahn. Das ist nett. Ja, das ist schon schön. Und über Treibholz. Und über Treibholz. Gut, aber daraus macht sie auch ihre Skulptur, ne? Also. Ja, das stimmt. Ja. Ach, wurdest du wieder beim Müll durchsuchen erwischt? Ja, Ah, auch noch verzeihen. von Sam. Ach ja, natürlich. Ah. Ja, war ein bisschen Absicht mit dabei, muss ich gestehen. Hallo Onkel Herbert, ist ein schöner Tag, nicht? Ja, doch ist es. Darf ich denn eigentlich, könnte ich denn jetzt theoretisch auch bei ihr schlafen, weil ich kann ja auch in ihr Bett reingehen, ne? Ich glaube nicht. Haben wir das nicht schon mal versucht?
Wir haben das schon mal versucht, das hat noch nicht, aber da war ich auch noch nicht mit ihr zusammen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht genau. Oh, ich bin mir nicht sicher. Nee, Hallo. stimmt. Ich glaube, du warst nicht. Hallo. Ich glaube, du warst nicht mit ihr zusammen, aber ich Nee. glaube leider, dass es auch nicht funktioniert. Schade. Aber vielleicht schläft sie immer irgendwann bei mir. Ich lasse mich mal überraschen, was das Spiel noch so zu bieten hat. Wie viele Herzen hast du mittlerweile? Ja, warte, ich mache eben den Baum hier fertig, dann kann ich mal eben gucken. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 immer noch. Achso, acht noch. Okay. Und heiraten kann man wahrscheinlich sowieso erst, wenn man volle Herzen hat. Gehe ich jetzt mal stark von Genau. aus. Sehen, die anderen sind blasser, so, also das erstmal zusammen sein, 8 Herzen und dann, genau. Okay. Ach, den Baum konnte man, glaube ich, gar nicht fällen. Ne? Nee, den konnte man nicht fällen. Und was konnte man hier denn noch mal? Ah, ich hab's für mich. Was konnte man hier noch mal kaufen? Ach, genau. Da konnte man Kugelfisch, Käferfleisch, Kugel. Warum? Warum zweimal Kugelfisch? Das sind zufällige Sachen, die man kaufen kann. Also es ist jetzt Zufall, dass es zweimal Kugelfisch Ach gibt. so, okay, na gut. Bis was? Hunger bis Squid? Soll das Biskuit heißen oder nee? Biskuit. Ja, aber Oh. ohne T am Ende irgendwie, keine Ahnung. Ach so. Hummer Biskuit oder so. Hört sich irgendwie französisch an. Also nicht. Naja. So, machen wir mal hier vom Zauberer aus die Bäume kaputt. Der kann ja wieder neue zaubern. Sollte wieder einer ganz lustig hier, ne? Ja, ich weiß. Ach, eigentlich könnte man ja auch mal wieder zum Zauberer gehen, ne? War ich auch schon länger nicht mehr. Aber du bist ja eher so der Zauberer-Typ. Da irgendwie gehe ich da nicht so oft hin. Ja, ich kann gut mit dem, Ja, ich glaube, die Leute hier haben Angst vor mir. Du bist ein Zauberer. Also, okay. Kann ich dem nicht eigentlich mal was schenken? Mal gucken, ob er sich über Treibholz freut. Mal gucken. Das hier? Vielleicht werfe ich es in die Flammen und schau, was passiert. Ja, okay, er freut sich nicht über Treibholz. Okay, alles klar. Nee, dann schenke ich das lieber Lea. Die macht mir wenigstens schöne Sachen für mein Schlafzimmer damit. Die Bäume kann man auch nicht fällen. Nein, nein, nein. Gehe sowieso mal eben zurück zum Hof, weil jetzt müssten eigentlich auch ein paar Sachen fertig sein. Ach so, genau. Und wenn du vielleicht eine Kohle haben willst, ich hätte eine über, also ich brauche die eh nicht, ne? Von daher. Ja. Aber wenn du schon was anderes gefunden hast, was dein Sam so mag, dann. Geistert ihn scheinbar mehr und Okay. Könnte ich ja die Cola was theoretisch hat sogar sie? verkaufen, wa? Ja, wird wahrscheinlich nicht viel geben, aber ja. Na, naja, gucken wir mal. So, habe ich denn noch Milch hier oder Eier oder sonst irgendwas? Nee, das ist doch da. Eine Milch ist noch da. Machen wir nochmal Käse. Und Honig haben wir auch wieder, genau, Honig. Ah. Müssten wir eigentlich auch viel mehr von bauen, weil wenn man, ich glaube so, weiß ich nicht, ich glaube, das rentiert sich auch ganz gut, wenn man, das kommt zwar nicht so oft, aber wenn man so 10 Bienenstöcke hat oder so, kann man damit wahrscheinlich auch gut Geld verdienen. Genau, dafür brauchen wir auch irgendein Tier. Ne? Ahorn. Dafür brauchte man dieses Ahorn-Sirup-Zeug. Ja, stimmt, ne? Auch, glaube ich, ja. So, wie viel Holz habe ich? Ich habe jetzt gerade hier 101 Holz bei mir bei, was ich auch mal eben in die Kiste legen werde. Und in der Kiste sind Wunderbar. jetzt 178 insgesamt. Ja. Passt gerade so. Ja, perfekt. Ich habe 273. Ja, Ja. geil. Ja, das werden wir dann heute aber trotzdem nicht mehr schaffen mit dem Bauen. Nee, aber morgen.
Special-Folge. Genau. Special-Folge. Morgen wird gebaut und dann gehe ich zum Schmied und mache meine Magma-Geoden auf, ja. Oh. Und eine normale habe ich ja auch noch, obwohl ich echt nicht weiß, wo ich die. Ich habe die nicht geangelt. Ich habe die nicht geangelt. Ich weiß nicht, wo ich die her habe, aber Keine Ahnung. okay. So, und jetzt bin ich echt mal gleich gespannt, was die Bohnen auch. Oh, ich glaube, heute war ein produktiver Tag. Ah, ich glaube, heute verdienen wir richtig Geld. Ah. Ja, das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Ja, ach ja, hier habe ich ja auch noch Bäume gepflanzt. Die können wir auch fällen. Stimmt. Hier unter der Fledermaushöhle da. Ah, okay. Jetzt zwar nicht das meiste, aber dennoch. So. Ja, keine Ahnung, was könnte man jetzt noch zu früh um die Folge zu. Ach, jetzt habe ich das Tor abgebaut. Mal eben wieder hinsetzen. Hä? Was denn? Ich dachte, hier, hast du dein Holz hier auch reingetan? Ich habe mein Holz in die. Ich glaube, in die Kiste mit der Spitzhacke, kann das sein? Oh, ach so, ja. Okay. Ja, weil ich nehme das nicht so genau mit den Kisten, muss ich ja ehrlich mal zugeben. Ich merke das schon nicht hier. Ja, es tut mir Bin so immer so ein leid. bisschen am Sortieren. Auch wenn man sowieso nicht mehr erkennt, was gehört, das Ja, steht. irgendwie, ja, nee, also vielleicht sollte ich da wieder ein bisschen mehr drauf achten. Ja, tut mir leid. Ja, alles gut, alles gut. So, hier kommt Müll. Was ist denn sinnbildlich für Sammelkram? Vielleicht irgendeine Frucht oder so, falls man das machen kann. Ich weiß es nicht. Ach, hier Löwenzahn. Oder Löwenzahn sammelt man ja auch, ja. Ah, ist echt noch viel zu früh jetzt um die Folge. Ich glaube, ich gehe einfach noch ein bisschen angeln hier bei uns. Oder was heißt, um die Folge zu beenden, um den Tag zu beenden? Das ist noch zu früh. Genau. Haben wir Ich eigentlich schon hoffe, dass. irgendeinen Nutzen von den Blitzableitern gehabt? Ne, seitdem hat es noch gar nicht gewittert, ne? Nee, nee. Auch hatten wir auch schon länger nicht mehr so einen gemütlichen Angelabend. Das ist allerdings wahr. Hat mir auch ein Ja. bisschen gefehlt. Ja, muss man auch, ja, mittlerweile echt so viele Sachen nebenbei. Wir kommen gar nicht mehr zum Angeln, ey. Na gut. Nee. Aber ist Nee, ja jetzt nun was. auch echt nicht und was denn? Was man noch für den Stall brauchte, ob da noch was war. Steine haben wir, glaube ich, genug und ja, Geld haben wir sowieso genug, ne? Also eigentlich war nur das Holz Ja. das Problem, glaube ich, ja. Naja. Ja, wunderbar. Ja, können wir morgen den Stall bauen. Und, genau, zum Schmied wollte ich ja auch noch. Richtig, genau. Und dann, ja, entweder Ziegen oder Schafe, ne? Ich weiß ja nicht, was man jetzt damit freischaltet, aber. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht beides. Dann kann man 2-2 machen. Nee, Joa. mal schauen. Ja. Ich hänge an meinen Kühen. Also die Kühe behalten wir erstmal, oder? Ja, würde ich auch sagen. Geben mir auch gut Kohle gerade. Ja, gut, wenn Schafe jetzt natürlich mehr Geld, dann verkaufe ich die Kühe natürlich lieber, Ja, aber die ne? Kühe sind halt schon hochgelevelt, sag ich mal. Die geben ja Aber schon bessere Sachen und so. ja, okay, das stimmt. Ja gut, die Schafe müssen dann auch erstmal wieder aufwachsen und so. Ja, erstmal müssen wir die. Ach komm, heute gibt's doch noch ein schönes Schlaflied. Na klar, so eher geben die dann auch bessere Sachen und so. Ja, es ist, weiß ich, ein Schwanz, ne? Aber. Ja, gut, man kann ja so übergangsweise machen. Ne? Wir kaufen ja erstmal vier Eben. Schafe oder Ziegen und wenn die dann erwachsen sind, kann man ja drüber nachdenken, ob wir die Kühe dann verkaufen und dann noch mehr Schafe Genau. kaufen. Ja, Ja, das das können wir natürlich definitiv. machen. So, wie viel Geld haben. Oh, das ist aber. Ist aber gar nicht so viel, Das ne? ist aber. Oh, ich habe gedacht, jetzt Bohnen, weil die haben ja auch so lange gebraucht, aber das ist ja mal so überhaupt nicht viel Geld, ne? Oh, da hätte ich Die jetzt so Bohnen mehr sind auch nicht aber. so krass, aber dafür kommen die ja jetzt immer wieder. Das ist das Gute.
Ja, die kommen immer wieder. Ja, aber oh, da hätte ich aber jetzt ehrlich mit viel, viel mehr Geld gerechnet. Ehrlich gesagt, na gut, okay. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend. Naja. Ah, oh, ja, also mit den Bohnen, da haben wir echt kein Glück gehabt. Erstmal beim Anpflanzen nicht und dann geben die noch nicht mal so viel Geld. Naja, okay. Okay. Ha, das ist aber. Na, oh, hier ist sogar noch eine fertige Bohne. Oh, die wachsen dann aber auch schnell nach, merke ich gerade. Wow, kann das sein? Oder war da gerade noch Nee, eine nicht ich fertig? denke, Aha. ja, eine war bestimmt noch nicht fertig, Ja. Mitte. Ah, ich habe eine Feder für dich, die gebe ich dir gleich mal eben. Ja, wunderbar, wunderbar. Oder ich hätte es auch einfach liegen lassen können, aber ist ja auch egal. Ah, stimmt. Aber schlechter Ja, und drauf. nicht mal. So, gucken, was die Kühe machen. Hallo, ihr Kühe. Boah, das ist aber schnell schon was nachgewachsen hier. Geil. Also jetzt doch die Bohnen, oder was meinst du jetzt, oder? Von dem Gras, was ich jetzt nochmal neu pflanzen musste. Ja, das, ich habe vorletzte oder letzte Folge habe ich ein bisschen gefällt. Ich habe nämlich sein angepflanztes Gras hier weggemacht. Ja, das war nicht so beabsichtigt. Aber ist er wieder da, ist er wieder da. Und warum zum Teufel? Ach so, warte, ich kann ja eben die Feder geben, genau, warte. Ja, deswegen war voll Ja, wichtig. Das war mal ganz okay. subtil. Ich habe schon wieder vergessen, die Kühe zu melken. Deswegen muss ich hier nochmal eben reingehen. So. 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 Ich glaube, ich sollte hier noch auch noch mal in der Mine kämpfen gehen, damit ich stärker werde. Und ach, heute ist ja, ach, leck Heute mich doch, ist Eierfest. Eierfest. Jetzt habe ich allerdings die Uhrzeiten vergessen. Oh Gott. Also, 9 Uhr. 9 bis 14 Uhr, ne? Hat Ja. gerade begonnen, es stand ja Ja, auch. okay. Dann ist in der Stadt wahrscheinlich, ne? Ich weiß gerade gar nicht mehr so. Ja, Mann. Okay, ja gut. Alle Maschinen sind am Brummen. Jetzt hätte ich noch eine Milch über und zwei Eier. Ah, ich kann heute nicht feiern gehen. Ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten eigentlich. Aber naja. Aber es geht ja nur bis 14 Uhr. Ne? Sollte das ja eigentlich klappen. Ja, komm, gehen wir aufs Eierfest. Bringt ja nichts. Hallo. Hallo Pen, willst du ein Bier haben? Ne, dann nicht. Das Eierfest, guck mal an. Ach, oh, das sieht aber lecker aus hier. Was ist denn da drin? Oh, ich will so einen Plüschhasen, der kostet 2000, aber ich glaube, wir sollten den haben. Ein Rasenflamingo, aber der Plüschhase ist natürlich, er ist groß, weich und niedlich. Ja, 2000, ja, ach komm, den kaufe ich mir aber auch. Den kaufe ich mir Ja, aber auch. komm. Den kaufe ich mir auch. Aber diesen Rasenflamingo ist natürlich auch, der ist so kitschig, den muss man sich eigentlich auch Ja, kaufen, oder? Ja, komm, den kaufen komm. wir auch. Oh, Alles, was gibt, einfach. alles was. Ey, Erdbeersaat. Ich weiß ja nicht, ob das viel Geld bringt, aber. Ja, können wir eigentlich mal probieren, ne? Wächst in 8 Tagen heran, dann auch öfter, aber wir haben, boah, wie viele Tage haben wir denn jetzt nur noch? Mehrmals Ich, keine geerntet Ahnung. werden. Ja, weiß ich nicht. Erdbeeren wachsen doch eigentlich bis zum Herbst oder so. Im Sommer wachsen auch Erdbeeren auch, oder nicht? Ja, stimmt. Könnte man, aber ich weiß ja nicht, ob das so viel, ne? Weil wir haben begrenzte Feldfläche auch, ne? Wenn wir jetzt unser ganzes Geld in Erdbeeren investieren, ist auch Ja, scheiße nicht, brauchst ja nicht so irgendwie. viel, einfach ein paar Test-Erdbeeren. Ja, wollen wir erstmal so, weiß ich nicht. Ja, wirklich nur Test-Erdbeeren, dann kaufe ich nur 10. Ja, mach mal nur 10, scheiß Ja, drauf. ne? Dann kaufe ich erstmal nur 10 Erdbeeren. Außerdem haben wir auch gar nicht mehr so viel Anbaufläche, leider. Das ist ja nun mal das Na, Problem. stimmt. Keiner redet wirklich mit mir. Ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Ja, Linus, du bist mir immer sympathischer. Das ist Ja.
Aber wo läuft denn hier? Ist nicht meine Lea hier irgendwo? Lea! Dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Ach, du willst dich heute also betrinken. Okay. Gut, Geschenke kann ich hier heute nicht machen. Und warum stehst du schon wieder bei Elliot rum hier? Was soll das denn? Die sind wohl befreundet, aber ich Ja. befürchte, wenn du da nicht bald mal Ja, was soll ich denn noch machen, außer ihr Löwenzahn und Treibholz zu schenken? das stimmt, ja. Ja, oh, und Elliot, gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Ja, das glaube ich eher weniger, Elliot. Du hast aber das Leben noch nicht ganz so verstanden, ne? Aber wollen wir mal auf das Wesentliche wieder zurückkommen, weil es ist ja der Eiersuche ist ja auch. Müssen wir gleich Eier suchen gehen, oder was? Jo. Okay, erstmal quatschen wir noch ein bisschen mit den Leuten hier. Wen haben wir denn da? Die Caroline. Abby liebt die Eiersuche schon von klein auf. Ja. Robin. Der Frühling ist eine sehr geschäftige Zeit. Es geht nichts über einen freien Tag, mit Freunden zu plaudern. Auch bin ich also ein Freund von dir, Robin. Das finde ich aber auch schön. So, wen haben wir da? Kent. Ich bin kein großer Fan von Eiern, um ehrlich zu sein. Ja, dann warum bist du dann auf dem Eierfest? Schickt sich halt so. Ja. Ah, hier mit dem alten Georg. Ja. Worüber sind alle so glücklich? Okay. Eier? Warum Eier? Okay. Und Evelyn. Dieses Fest war schon immer Tradition. Ja, deswegen seid ihr hier, ne? Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl, ja. Dein Ehemann sieht das wohl irgendwie ein bisschen anders, aber naja. Wen haben wir hier? Oh, die Hayley. Dieses Fest ist ganz nett. Aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Oh nein, es gibt einen Blumentanz. Oh, okay. Oh, der Blumentanz, ja. Das kann man bestimmt dieses Jahr mit unseren Partnern Partnern dran machen? tanzen. Ja. Wer weiß? Naja gut, warte mal, wer ist er denn hier? Ach, das ist Gas. Ich hoffe, alles schmeckt das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Er hat tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Das ist irgendwie unlogisch, aber okay. Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter. Aber also, ich will aber kein Spiegelei von vor 4 Tagen haben, Gas. Also, naja. Nein, Demetrius, warum habe ich ihn denn angesprochen? Eier? Schon etwas merkwürdig, sowas zu essen. Das findest du, sowas findest du merkwürdig, Eier zu essen? Das, was du mir jeden Tag erzählst, ist merkwürdig. Naja, gut. Ja, ich muss wahrscheinlich wieder mit dem Bürgermeister plaudern, um das hier ins Rollen zu bringen, ne? Ja, gut, ich habe mit Lea geredet, ich habe mit den alten Leuten geredet und mit Demetrius sogar auch. Dann gucken wir Ah, ich mal. habe ja letztes Jahr schon gewonnen. Ah, okay. Ja, weiß ich nicht. Bei unserer Glückssträhne werden wir wahrscheinlich auch irgendwie. Also einer von uns beiden wird wahrscheinlich eh gewinnen. Ich hoffe Weiß es. ich ja nicht. Ja, gut. Also der Bürgermeister sagt, meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Ja, lass uns anfangen. Ich weiß jetzt zwar gar nicht, wie das jetzt vonstatten geht. Muss man jetzt durch die ganze Stadt laufen und einfach nur Eier suchen oder was? Aber. Ja, also, wie beim letzten Mal. Okay, ja dann, oh, jetzt hält er wieder seine große Rede. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten. Die jährliche Frühlingseiersuche. Die Kinder hüpfen, okay. Ganz ruhig, Kinder, ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Ja. Nun denn, sind alle bereit? Lasset die Eiersuche beginnen. Okay. Oh So. nein. Eier, Eier, wo sind Eier? Wo sind Eier? Ja. Bis jetzt sehe ich noch keine Eier. Ah, ich habe eins gefunden. Okay. Scheiße, diesmal bin ich auch echt schlecht in der Zeit. Okay, es gibt auch anscheinend hier nur abgegrenzte Gebiete, wo man Eier suchen kann, ne? Ja, doch schon ein bisschen. Hey, da sind doch auch Eier, aber wie komme ich denn da hin? Da sind doch Eier, wie komme ich denn da hin? Oder ist das nur Dekoration? Ich weiß es nicht. Ah! Da!
Ah, es ist mein Ei. Verdammt. Ha, Ah. ha. Oh, das war's schon? Okay. Ich glaube, ich habe nur 4 Stück oder so, weiß ich nicht. Ich habe 7. Ah, sieben? Jetzt. Ja. Wow, schaltet euch alle die Eier an. Ja. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Kicher. Kicher, ja. Okay. Und jetzt der Gewinner der dies. Ja gut, du hast gewonnen. Ich habe nur 4 Eier, oder was? Bam. Hast du gewonnen? Du hast gewonnen, ne? Gülle Günther hat gewonnen. Günther. Ja. Ja, Gülle Günther hat gewonnen. Ja, diesmal kriege ich aber keinen Hut, sondern 1000. Ach Okay. ja, über Geld wollen wir uns auch nicht beschweren, wa? Nee. Hier ist dein Preis, viel Spaß. Aber ist auch schon echt, ne? Also wer für Eier suchen 1000, ich sag jetzt mal Euro kriegen würde, dann würde ich aber jeden Tag Eier suchen gehen. Ja, aber wenn Eier verkaufen auch irgendwie wie viel Euro dann bringen Ja, würde. okay. Ja, okay. Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, das, ich habe mich auch gefreut. Ja, ich habe zu danken, ja. Ja, Ja, echt mal. Ja, zweimal gut. in Folge Eier sucht Champion, ihr Ah, jetzt Wichtel. ist es ja doch schon 22 Uhr. Ich habe gedacht, das geht nur bis 14 Uhr. Aha. Ja, bis 14 Uhr kann man da hin. Ja, okay. Ja, dann das heute doch nicht mehr so produktiv. Ah, ich glaube, der Blumenkohl ist fertig, wo? Ja, ich glaube, der kann auch ein bisschen. Hm, ja, weiß nicht, kann man den denn schon abernten? Nee. Nee, kann man noch nicht, aber er wird. Okay. Ach Mist, wir wollten doch noch Erdbeeren anpflanzen, aber wo? Hattest du noch ein Feld gebaut? Nee, hatte ich ja nicht. Ich habe nur die Samen gekauft und dann sind wir schon auf das Fest gegangen. Ach Ah, so, dann kann nee, ich ich hier. habe das ja von dem Fest. Ja. Warte mal, Dünger habe ich, glaube ich, sogar auch noch dabei. Habe ich noch Dünger dabei? Ja, ich habe sogar noch Dünger dabei. Ja, ich muss dann aber morgen noch mal eben. Ist auch egal. Baue ich morgen noch mal dann. Ach Ich so, komme also schon. besser jetzt noch nicht einpflanzen, ne? Dann. Ja, doch, doch, doch. Okay, na ja, gut, dann. Erstmal düngen schnell noch, damit wir das hinkriegen. Wir haben ja eh nur 10 Stück. Von daher. Ja. Ja, ich glaube, die zwei, die kann ich auch jeden Tag gießen eben. Brauchen wir keinen extra Sprinkler. Ja, gut, okay. So, jetzt habe ich aber immer noch 2 Stück. Jetzt hast du 2 zu wenig gemacht. Ja, egal, warte, Ja, kann ich ja auch eben. da unten Ach, sind da noch unten, zwei. genau, da unten. Okay, das habe ich gerade nicht gesehen. Alles klar. So, okay, jetzt müssen wir mal schnell ins Feierbett gehen hier. So, und jetzt haben wir natürlich nichts von dem gemacht, was wir machen wollten. Wir haben weder den Stall gebaut, noch war ich beim Schmied. Das fällt mir mal gerade so auf. Ja. Ja. Gut, dann wollen wir mal eben gucken, was wir eingenommen haben. Das wird heute wieder nicht so viel sein. Das stimmt. Naja, war schon mal mehr. Auch du warst auch noch fischen zwischendurch, okay. Nee, ich hatte was in die Reuse gelegt. Ich hatte zufällig noch Also, Köder. okay. Ah, guck mal, jetzt haben wir es mal vor Augen. Eine grüne Bohne gibt 66, also naja. Naja. Ja. Das geht besser. Also Bohnen, ne? Pflanzt niemals Bohnen an. Hat meine Oma früher übrigens auch gemacht, ne? Aber. Ja, in dem Sinne könnte man die Folge jetzt eigentlich beenden, aber die nächste Folge, die wird cool, weil dann bauen wir und ich gehe zum Schmied und Special Folge. Special Folge. Bis dann. Haut rein. Ciao.